Liebe Geschwister, wir, eure Geschwister von Botschaft des Islam, möchten nur sagen: Ramadan Karim, 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 Ramadan Karim. Ramadan ist der beste Monat des Jahres. In diesem Monat verschwinden die Shayatin. In diesem Monat gibt es eine besondere Nacht, Laylatul Qadr. Das ist die Nacht, in der die ersten Verse des Koran offenbart wurden, als Lehre und Warnung an alle Menschen und Djinn. Damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit von der Falschheit trennt. Damit er uns die Wahrheit über dieses Leben lehrt, uns von unserem Schöpfer erzählt, die Geschichte der Menschheit erklärt, damit er die Ungläubigen vor der Ewigkeit im Höllenfeuer warnt. Laylatul Qadr ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht steigen die Engel hinab. Laylatul Qadr ist nur einmal im Jahr. Im Ramadan fasten und beten wir mehr, um unsere Herzen von Sünden reinzuwaschen. Denn nur Allah hat die Macht und nur ihn fürchten wir. Wir fasten und beten für Jannah, denn wir wissen, unser wahres Leben ist nicht hier. Das Fasten im Ramadan ist eine Pflicht für die Gläubigen. Denn der Koran besagt: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba 'alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O die ihr glaubt, das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werdet. Also gehorchen wir Allah, um nicht Bewohner des Höllenfeuers zu werden. Sei stark. Sei standhaft. Sei Muslim. Und sei dankbar. Insha'Allah ist die Belohnung das Paradies. Du betrittst es in Frieden. Ramadan Karim.